Dabei muss das Design im Design Space. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Olle YouTube-Kanal. Ich bin Nasta und hier dreht sich alles um das Thema Nähen und DIY und Plotten. Und heute gibt es mal wieder ein Plotter-Video. Und zwar dreht sich heute alles um das Thema Infusible Ink. Ich habe ja hier schon einige Projekte mit Infusible Ink umgesetzt, merke aber an euren Rückfragen, dass es hier noch ein bisschen Klärungsbedarf gibt und das Thema aber durchaus super interessant ist. Und deswegen klären wir heute mal so alles, was es rund um das Thema Infusible Ink zu klären gibt. Also, was ist Infusible Ink? Wie wird Infusible Ink geplottet und übertragen? Wie funktioniert mehrfarbiger Plot mit Infusible Ink? Kann ich Infusible Ink mit Iron-On kombinieren? Und wie funktionieren die Infusible Ink Stifte? Welche Rohlinge für Infusible Ink gibt es? Und wie funktioniert Infusible Ink auf verschiedenen Stoffen mit verschiedenen Materialzusammensetzungen? Und wie besteht das Ganze den Wäschetest? All das klären wir heute. Dieses Video heute passiert, wie auch in meinen letzten Plotter-Videos, in Kooperation mit Cricut. Wir testen uns komplett durchs Material und ich würde sagen, wir fangen mal wirklich ganz am Anfang an. Was ist eigentlich Infusible Ink? Infusible Ink ist ein Sublimationsdruckverfahren, bei dem sogenannte Infusible Ink Sheets oder Marker von Cricut zum Einsatz kommen. Hierbei wird der Farbstoff in das Projekt hineingedampft. Es wird quasi eins mit dem Projekt. Das Ganze ist also nicht wie bei Vinyl- oder Bügelfolien, die halt dann wirklich durch Klebstoff oben auf dem Projekt drauf liegen, sondern es geht wirklich in die Farbe, dann halt wirklich durch Klebstoff oben auf dem Projekt drauf. Das war echt so ein absoluter Aha-Moment für mich, als ich das erste Mal gemacht habe. Das Ergebnis von Infusible Ink sind also flexible Designs, die, wenn man es richtig macht, eine ziemlich starke Leuchtkraft haben und die können weder abblättern, noch knittern, noch reißen. Höchstens ausbleichen, aber dazu kommen wir noch. Dabei wird aber meistens auf einer synthetischen Faser sublimiert, weil die Farbe muss dabei bei einer bestimmten Gradzahl sublimieren und in die Faser diffundieren. Das Ganze ist wohl auch tatsächlich umweltfreundlicher als herkömmliche Vinyl- und Hitzetransferfolie, da hier komplett auf Binde- und Lösungsmittel verzichtet werden kann, die bei anderen Druckverfahren nötig sind. Textilien, die hierfür geeignet sind, sind hauptsächlich Polyester. Außerdem kommt noch in Frage, das muss ich ablesen, Polyamid, Polyacrylintril und Zelluloseacetat. Baumwolle und andere Naturfasern sind leider weniger geeignet, da hält die Farbe einfach nicht drin. Klar, gerade wir Näher tragen ungern 100% Polyester auf der Haut, deswegen teste ich nachher auch nochmal ein paar Mischgewebe. Der Druck selbst, also Infusible Ink, funktioniert nur auf hellen Oberflächen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie beim Drucker. Also ich kann ja auch nicht mit einem normalen Tintenstrahldrucker auf extrem dunkelblaues Papier drucken, ne? So ein paar hellere Farben gehen aber. Neben Textilien gehen noch so ein paar andere Grundmaterialien mit einer polymeren Beschichtung. Da gibt es zum Beispiel Holz, Aluminium, Glas oder Keramik, die mit Sublimationsdruck bedruckt werden können. So, welche Infusible Ink Produkte gibt es denn? Fangen wir mal an mit den Folien, mit den Transfer Sheets. Es gibt von Cricut wirklich eine riesige Auswahl an verschiedenen Folien, also Transfer Sheets, mit den schönsten Mustern. Also da gibt es wirklich tolle abgefallene Sachen, aber auch einfarbig und das Ganze sind nicht wirklich Folien, sondern es fühlt sich eher an wie dickes Papier. Die Prints wirken übrigens auf diesem Papier jetzt am Anfang wesentlich matter bzw. entsättigter, als sie nachher sind. Das ist ganz normal. Es sieht so ein bisschen aus wie so bei so einem uralt, halb kaputten Drucker. Keine Sorgen, das ist ganz normal. So, kommen wir mal zu den Rohlingen. Welche Rohlinge gibt es denn, beziehungsweise welche Projekte kann ich damit umsetzen? Also, ihr findet relativ viele Rohlinge direkt von Cricut. Und gerade für den Anfang würde ich euch auch wirklich die empfehlen, weil ihr da die beste Gelinggarantie habt. Da gibt es einiges an Textilien wie T-Shirts, Taschen und Kissenbezüge, aber auch andere Materialien wie kleine Aluminiumbleche oder auch Keramikuntersetzer. Auf dem freien Markt gibt es natürlich noch weitere Rohlinge für Sublimationsdruckverfahren, habe ich jetzt noch nicht getestet. Was ich aber testen will, ist verschiedene Meterware aus verschiedenen Polyesterstoffen, das habe ich ja schon gesagt. Und ich will euch auch den Unterschied zeigen zu einer Naturfaser, also in dem Fall zu reiner Baumwolle. Cricut selbst empfiehlt an dieser Stelle natürlich ausschließlich die Rohlinge von Cricut, einfach weil sie hier garantieren können, dass die Qualität stimmt und dass das Ganze auch
funktioniert. So, und dann gibt es noch Infusible Ink Stifte, auch mega spannend und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, das heute auszuprobieren. Das juckt mir schon ewig in den Fingern. Die Stifte gibt es einmal für die großen Plotter, also aktuell den Maker und den Explorer, aber auch für den Cricut Joy gibt es extra Infusible Ink Stifte. Achtet nur immer darauf, die richtigen Stifte zu holen, je nachdem, was ihr für ein Gerät habt. So, kommen wir zum Plotten von Infusible Ink und zu den Projekten. Ich werde jetzt erstmal alles plotten, was ich heute ausprobieren will, und danach übertragen wir alles. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal zum Schneiden und ich stelle euch jetzt erstmal die Projekte vor. Wir starten mit einem relativ einfachen großen Motiv, was ich jetzt hier mit dem Cricut Maker schneiden werde und nachher auf einen Kissenbezug übertragen werde. Das Plotten, also Schneiden von Infusible Ink Transfer Sheets ist wirklich überhaupt kein Problem. Das geht hier mit allen Plottern, also auch mit dem Joy. Und als Material wählt ihr die entsprechende Voreinstellung für Infusible Ink aus. Bei den Infusible Ink Sheets verwendet ihr immer die Standard Grip Schneidematte und das Feinschnittmesser. Die farbige Seite schaut beim Plotten nach oben und am besten das Ganze vorher nochmal gut festrollern. Wichtig ist bei den Motiven, dass ihr die unbedingt spiegelt, also es sei denn, die Motive sind symmetrisch komplett, dann ist es nicht so wichtig, aber ansonsten ist es immer wichtig, dass ihr die Motive in der Software im Cricut Design Space spiegelt. Das Entgittern von den Infusible Ink Transfer Sheets ist ziemlich einfach und funktioniert extrem gut. Am besten macht ihr das Ganze wirklich nur mit den Fingern und nicht mit dem Entgitterungshaken, weil der nämlich kleine Kratzer im Motiv hinterlassen könnte und die sieht man nachher. Ich habe hier noch diesen Rakel-Spachtel genutzt, den nutze ich bei Infusible Ink ganz gerne, um halt Teile des Motivs, die auf der Transferfolie bleiben sollen, runterzudrücken. So, das Motiv mit dem Frauenkopf und den Blumen ist fertig und ich wage mich jetzt hier noch an eine kleine Schildkröte. Die werde ich gleich ganz, ganz oft plotten, weil ich damit nachher die verschiedenen Stoffe testen möchte. So, jetzt will ich auf jeden Fall noch was mit dem Cricut Joy plotten und hier habe ich ein Motiv vorbereitet, was ich nachher auf ein Aluminiumschild bringen möchte als Türschild fürs Nähzimmer. Wie gesagt, ich plotte jetzt erstmal weiter und jetzt gehen wir mal zur nächsten Ebene und zwar zum Thema mehrfarbiges Plotten. Hier gibt es verschiedene Arten, wie man da herangehen kann und ich teste das jetzt einfach mal mit dem gleichen Motiv und den verschiedenen Herangehensweisen. Ich werde hier einfach einen einfarbigen Klecks machen und da das Wort Larifari draufschreiben und die erste Variante ist, wie man wahrscheinlich auch denken würde, das klassische Layern. Das heißt, ich werde hier den Klecks einmal so wie er ist ausschneiden lassen und dann das Wort Larifari einmal ausschneiden lassen und die nacheinander aufeinander pressen. Dabei gibt es ein paar Sachen zu beachten, dazu kommen wir dann aber noch beim Pressen. Die zweite Variante, und zwar die elegantere Variante, ist die Slice and Cut bzw. Schneiden und Setzen Variante. Dabei muss das Design im Design Space entsprechend beschnitten werden. Das heißt, wir haben hier dann in dem Klecks die Aussparung von der Schrift und die Schrift auch nochmal einzeln. Danach setze ich die Buchstaben von der Schrift in diesen Klecks ein, damit ich das quasi gleichzeitig dann übertragen kann. Ich muss zugeben, diese Schrift hier ist doch sehr dünn und das Ganze hüpft ziemlich umher und das war ein bisschen anstrengend, die Buchstaben hier an Ort und Stelle zu halten. Deswegen habe ich gleich nochmal ein größeres Motiv gemacht, wo das wirklich Sinn macht, denn vom Bauchgefühl her würde ich sagen, zwei Lagen im Notfall, wenn man ein bisschen das beachtet, dazu kommt man noch, layern. Aber ich habe hier noch ein größeres Motiv gemacht mit einem Vogel und dem Wort Paradiesvogel drunter. Das will ich auf eine Totebag, also auf eine Tasche, Einkaufstasche, Beutel nachher pressen. Und hier habe ich vier verschiedene Folien genutzt und das Ganze nachher ein bisschen zusammengepuzzelt. Dabei ist wichtig, dass natürlich die Folie an keiner Stelle, also dass ihr die Folien so zuschneidet, dass sie an keiner Stelle über ein anderes Motiv ragen, aber auch nicht hinter einem anderen Motiv sind. Also Folie auf Folie geht, aber ihr solltet die Folie so zurechtschneiden, dass sie auch nicht hinten auf einem anderen Motiv langläuft, denn auch das kann sich nachher durchdrücken. Am besten ist es natürlich, wenn ihr einen großen Zuschnitt habt von dem Hauptmotiv und da alle Kleinteile von den restlichen Folien mit draufkleben könnt. Das war jetzt bei mir nicht so, deswegen habe ich das so ein bisschen zusammengeschustert, geht aber auch wunderbar. So, machen wir weiter mit dem nächsten Projekt und das ist die Kombination von Infusible Ink und Hitzetransferfolie, in dem Fall Iron On. Ich habe hier einen großen Fleck geplottet aus einer Infusible Ink Transfer Sheet und einen ziemlich komplizierten Löwen aus einer Iron-On-Folie. Das Entgittern hat ewig gedauert, da habe ich irgendwie nicht mit gerechnet, aber ja,
klar, ne, so große, detaillierte Motive dauern ein Weilchen, aber das wird bestimmt gut. Hier wird nachher also eine Kombination entstehen zwischen der Infusible Ink, die innen den Stoff reinzieht, und der Folie, die oben drauf sitzt, und das stelle ich mir mega gut vor. So, jetzt kommen wir noch zu den Infusible Ink Stiften, und darauf habe ich mich mega gefreut. Das Verfahren hier ist wie folgt, und zwar zeichnet der Stift auf laserdruckerfähiges Papier. Ich habe mal nachgeguckt, alle Druckerpapiere, die ich da hatte, waren laserdruckerfähig. Das Aufmalen kann man entweder per Hand machen oder ihr lasst den Plotter malen. Und das habe ich gemacht und habe hier so ein sehr komplexes Elefanten-Mandala-Motiv ausgewählt und den Plotter malen lassen. Und ja, es hat eine Weile gedauert, aber es war trotzdem mega cool, dazu zu gucken. Papier kommt immer auf die Light Grip Mat und ich habe hier auch ein bisschen stärkeres Papier verwendet, damit ich das nachher problemlos wieder abziehen kann. Beim Abziehen immer die Matte vom Papier ziehen und nicht andersrum. Das Ganze habe ich anschließend einfach mit weiteren Farben mit der Hand ausgemalt. Ihr müsst hier beachten, dass die Farben nachher, genauso wie bei den Transfer Sheets, wesentlich brillanter, wesentlich kräftiger sein werden, als ihr sie jetzt hier auf dem Papier seht. Alternativ könnt ihr natürlich auch das komplette Motiv freihand auf Papier malen oder ihr könntet euch auch alternativ ein Motiv mit dem Tintenstrahldrucker, zum Beispiel in hellgrau, ausdrucken und das dann ausmalen, und dann sieht man nachher beim Übertragen nur das Ausgemalte und nicht das Vorgedruckte. Aber ich finde das Vordrucken mit dem Plotter und das Ausmalen eigentlich die beste und coolste Lösung. Das Ganze funktioniert auch mit dem Cricut Joy. Das gibt auch Stifte, wie gesagt, für den Cricut Joy. Da ist dann das Motiv natürlich nicht ganz so groß möglich, aber ihr könnt hier kleinere Motive auch super umsetzen. So, und jetzt hatte ich noch eine Idee für ein Experiment. Was passiert, wenn man mit einem dunklen Infusible Ink Marker auf Infusible Ink Transfer Sheets obendrauf malt? Ich habe das gegoogelt und direkt gefunden, dass Cricut das nicht empfiehlt. Das Problem an dieser Stelle ist, dass ihr mit dem Marker so Pigmente abkratzen könntet von der Folie und die dann wiederum die Spitze von dem Marker ruinieren. Ich bin ganz mutig trotzdem an das Projekt gegangen und habe das mal getestet, denn das wollte ich schon wissen. Aber es wird nicht empfohlen und wenn ihr das nachmacht, nur auf eigene Gefahr. Ich habe mich hier also wieder an mein Larifari-Motiv gesetzt und das Ganze erstmal mit einem Stift schreiben lassen und dann den Fleck ausschneiden lassen. So sieht das erstmal aus. Na klar, das Larifari ist viel dünner, weil die Schriftart natürlich auf Schreibschrift gestellt ist. Das wird natürlich ein bisschen dünner, ein anderer Effekt. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie das nachher aussieht. Fixieren, sublimieren, pressen. So Leute, jetzt wird es spannend. Jetzt übertragen wir unsere Plots auf die Rohlinge. Das Ganze passiert mit hoher Hitze und im Heat Guide von Cricut könnt ihr immer nachschauen, welche Temperatur und welche Länge ihr einstellen müsst, je nachdem, welche Presse, welches Grundmaterial und welche Folie oder Infusible Ink, was auch immer ihr dann nutzt, einstellen müsst. War das ein Satz? Ich hoffe. Ich nutze hier die Cricut Easy Press 2. Das ist die größte Presse aktuell, die es von Cricut gibt. Die ist mega praktisch, weil sie halt flexibel ist und man kann sie super verstauen. Also besser als eine große Bügelpresse. Ihr könnt hier in dem Fall alle Pressen von Cricut benutzen oder auch die großen Bügelpressen. Was nicht empfohlen wird, ist ein Bügeleisen. Hier könnt ihr einfach die Temperatur nicht so genau einstellen. Und die Temperaturverteilung auf so einem Bügeleisen ist ziemlich unregelmäßig, währenddessen die Pressen mit ihrer ganz, ganz glatten Oberfläche extra dafür gebaut sind, dass sie eine ganz, ganz gleichmäßige Hitzeverteilung haben und so auch die Tinte von den Sheets ganz gleichmäßig in euer Material eindringen kann. Ich presse das Ganze hier übrigens auf der Cricut Press Mat. Ein Handtuch oder ein Bügelbrett wird an dieser Stelle nicht empfohlen. So, und pro Infusible Ink Sheet Verpackung habt ihr mehrere solcher weißen Butcher Paper bzw. ja, Backpapier mit drin. Die solltet ihr bei Infusible Ink auch immer nur einmal verwenden. Starten wir mal hier mit dem Blumenmädchen auf den Cricut Rohling auf diesen Kissenbezug. Zuerst geht es los damit, die Presse aufzuheizen auf 195 Grad. Ich habe das Ganze im Heat Guide nachgeschaut. Das muss nachher 40 Sekunden gepresst werden. Ich lege den Stoff auf, da kommt noch eine Pappe rein, damit das Motiv nachher nicht auf die Rückseite übertragen wird. Auch sonst wird immer empfohlen, noch was drunter zu legen. Das kann eine Pappe sein oder eben auch das Butcher Paper. Dann am besten das Ganze einmal empfusseln mit der Fusselrolle, dann auch fusseln werdet ihr nachher sehen. Und dann muss das Ganze vorgepresst werden für 15 Sekunden, damit hier wirklich jegliche Restfeuchte, die vielleicht noch im Material ist, rausgeht. So, jetzt positioniert ihr das Infusible Ink Motiv mit der Farbe nach unten und das Ganze könnt ihr, wenn ihr wollt, auch nochmal mit hitzeresistentem Klebeband festkleben. Achtet aber darauf, an keinen Stellen über das
Motiv zu kleben, weil das würde man auch wieder sehen. Obendrauf kommt jetzt eine Lage Butcher Paper und dann kommt die Presse da drauf, in diesem Fall für 40 Sekunden. Und was ich hier vergessen habe an dieser Stelle, ist mitzupressen. Man soll leichten Druck auf die Presse ausüben, das habe ich hier vergessen. Zum Glück hat mir das Motiv das verziehen, aber immer dran denken, entsprechend mitpressen bei Textilien. Kurz warten, Achtung, das ist verdammt heiß, und dann abziehen und tada, so sieht das Motiv dann aus. Ich habe euch ja versprochen, das Ganze wird nochmal viel knalliger, viel farbintensiver, als es nachher auf der Folie war. Und wenn ihr euch jetzt die Sheets anguckt, seht ihr auch, dass hier die Tinte quasi raus ist. So übertrage ich jetzt auch die anderen Motive. Das muss in den meisten Fällen hier wirklich mit relativ viel Hitze und auch im Vergleich zu Bügeltransferfolien relativ lange passieren. Dabei gibt es ein paar Sachen zu beachten hier als Tipps. Erstens, schaut immer im Heat Guide nach, wie lange und bei welcher Temperatur das gemacht werden muss und haltet euch genau an die Steps, die hier aufgezählt werden. Nutzt in jedem Fall eine Presse, weil nur hier wirklich die Temperatur gleichmäßig übertragen wird, und achtet darauf, dass die Presse immer das gesamte Motiv abdeckt. Ihr könnt also nicht viel größer werden, als die Presse ist, und ihr könnt aber auch die EasyPress Mini benutzen. Die müsst ihr dann konstant hin und her bewegen. Dabei solltet ihr aber darauf achten, dass das Motiv maximal doppelt so groß ist wie die Presse. Was außerdem praktisch ist, habe ich euch ja schon gezeigt, ist dieses hitzeresistente Klebeband. Da müsst ihr aber wirklich darauf achten, dass ihr das nicht an irgendwelchen Stellen über das Motiv klebt, wenn auch das würdet ihr nachher sehen. Testen wir mal die anderen Varianten mit den mehreren Farben, die wir hier gemacht haben. Also hier der Fleck mit Larifari drauf. Ich presse die alle gleichzeitig. Oben habe ich die Variante, wo ich layern möchte. Das heißt, hier habe ich erstmal nur den Fleck. In die Mitte habe ich die Variante gesetzt mit den Aussparungen, wo ich hier noch die einzelnen Buchstaben einsortiert habe. Und unten habe ich dann das Experiment positioniert mit Infusible Ink Marker auf Infusible Ink Sheet. Das Ganze habe ich dann abgezogen und die unteren beiden sehen schon mal richtig cool aus. Ich mache jetzt aber erstmal das Layer zu Ende für die obere Variante und setze hier dann die Schrift auf. Presse das auch nochmal, ziehe das ab und stelle gleich fest, dass die Folie sich abgedrückt hat. Das heißt, der Fleck darunter ist an der Stelle, wo die Folie von dem Buchstaben lag, ein bisschen verblasst. Das heißt, ihr solltet darauf aufpassen, dass die Folie vom zweiten Layer mindestens das erste Motiv komplett überdeckt, damit ihr nicht so einen Schatten bzw. Negativschatten bekommt. Ich finde es an dieser Stelle tatsächlich relativ cool, aber dieser Effekt ist natürlich in den seltensten Fällen gewollt. So sehen die drei Sachen jetzt aus. Das Layering hat gut funktioniert, bis auf diesen Schatten, den ich da drauf habe. Also es geht auch. Wichtig ist hier, dass ihr von hell nach dunkel geht, sonst funktioniert das nicht. Womit ihr natürlich rechnen müsst, ist, dass euer unterstes Motiv ein bisschen heller wird, ein bisschen ausbleicht. Aber wenn ihr damit leben könnt, würde ich jetzt so mal grob als Daumenregel sagen, zwei Lagen layern wäre okay, wenn ihr euch an alle Regeln haltet. Die Variante mit Aussparung ist ziemlich cool geworden. Man sieht hier so ein bisschen beim A in der Mitte, fehlt mir was, da habe ich irgendwie die Folie verloren. Und man sieht an einer Stelle so ein bisschen den weißen Rand, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Auch die Variante mit Stift ist erstaunlich gut geworden. Die sieht natürlich komplett anders aus, als wenn ich die Buchstaben jetzt schneiden lasse, einfach weil die Schrift natürlich hier mit dem Stift viel dünner ist, weil es eine Schreibschrift ist. Das ist ein ganz anderer Stil. Aber ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel so ein Elefantenmotiv oder was ähnliches auch gut vorstellen. Aber immer mit der Anmerkung, dass das Ganze vom Hersteller so nicht empfohlen ist. So, auch das Übertragen des Motivs aus mehreren zusammengeklebten Motiven hier auf die Toteback, also der Vogel, der Paradiesvogel, hat mega gut geklappt und ich bin richtig happy mit dem Ergebnis. Bei dem Shirt, was ich machen möchte, in Kombination von Infusible Ink und Iron-On, habe ich erst den großen Fleck mit Infusible Ink auf das T-Shirt aufgetragen, ganz normal, und dann auskühlen lassen, und auch die Presse muss ich hier ein bisschen runterkühlen, und dann habe ich das Iron-On-Motiv oben drauf gepresst und das sieht schon richtig cool aus. Also ich finde diese Kombination von der Ink, die in den Stoff reingeht, und der Folie, die oben drauf sitzt, schon ziemlich cool. Also da kann man richtig tolle Projekte mit umsetzen. Das ist schon, also I like. So, dann wagen wir uns mal an den Elefanten mit den Infusible Ink Stiften. Auch das wird ein T-Shirt und auch hier wieder alles nach Anleitung aus dem Heat Guide entsprechend umsetzen. Presse drauf und ist das nicht cool geworden? Ich war mega geflasht, wie bunt das geworden ist, wie schön das aussieht und was für Möglichkeiten das einfach eröffnet. Zugegeben, hier ist das am Kragen so ein bisschen blurry. Wahrscheinlich, weil der Kragen so ein bisschen höher ist und die Presse hier einfach nicht plan auflag. Also ich hätte das Ganze so ein ganz kleines Stückchen nach unten schieben sollen. Aber sonst ist es doch richtig cool, oder? Beim Aluminium-Sheet müssen erst auf beiden Seiten Folien entfernt werden und es kann hier nur auf der Seite
mit der klaren Folie geplottet werden, weil die entsprechend beschichtet ist. Das Aluminium wird dann auf eine Pappe gelegt. Obendrauf kommt das Motiv mit der farbigen Seite nach unten. Ich habe das Ganze dann hier gut festgeklebt und dann Butcher Paper drauf und die Presse drauf. Und das Ganze wird extrem heiß. Das heißt, das müsst ihr wirklich erstmal komplett auskühlen lassen und dann könnt ihr es abziehen. Und auch das ist ziemlich cool geworden. Ich finde es ein Ticken unruhig, aber das liegt jetzt natürlich an der Folie. Aber ich finde es auch ein ziemlich cooles Projekt und Aluminium beplotten mit Infusible Ink ist irgendwie auch mega abgefahren, dass dann die Farbe in dem Aluminium drin ist und nicht oben drauf liegt. Das ist schon ziemlich cool. An dieser Stelle möchte ich euch noch mal auf meine Keramikuntersetzer hinweisen. Da habe ich ja auch schon zwei Varianten gemacht und auch das war richtig cool, weil es einfach so abgefahren glänzt und auch in dem Keramik irgendwie drin ist und nicht oben drauf. Also man möchte es immer nur anfassen und drüber rubbeln. Das macht so Spaß. Das ist echt ein cooles Projekt. Habe ich heute nicht wiederholt, weil ich es schon mal gemacht habe, aber zeige ich euch hier an der Stelle auch nochmal kurz. So, jetzt testen wir uns noch durch die Meterware, durch die verschiedenen Stoffe und Materialmixe. Ich habe die Schildkröte hier ganz oft geplottet, damit wir das Ganze nämlich mit dem gleichen Motiv auf der gleichen Folie auf verschiedenen Stoffen testen können, dass das Ganze auch wirklich vergleichbar ist. Ich war shoppen und habe mir eine Runde Polyesterstoffe bestellt. Ein paar Stoffe aus 100% Polyester, ein paar aus Mischgewebe. Es war Polyester-Baumwollstoff dabei, Polyester-Viskose. Ich habe auch ein Jersey bestellt. Ich werde das Ganze auch auf 100% Baumwolle testen und auch auf einem Cricut-Täschchen. Dabei war auch so ein Georgette, ganz dünner Stoff, da bin ich auch mega gespannt, wie das funktioniert. Das ist 100% Polyester und ein Polsterstoff mit einer ziemlich starken Struktur. Ich bin gespannt. Ich habe gehört, die Stoffe brauchen mindestens 65% Polyester, das haben die hier alle, bis auf der Baumwollstoff. Und die müssen natürlich auch hohe Hitze vertragen. Und ganz ehrlich, die meisten Polyesterstoffe tun das nicht. Die haben alle im Bügelsymbol einen Punkt, maximal zwei. Und ich habe mal bei dem Täschchen von Cricut geguckt, das ist aus 100% Polyester und hat auch nur zwei Bügelpunkte. Also ich nehme an, das wird heute alles funktionieren. Ich hoffe, dass mich hier nichts wegschmilzt. Nachmachen auf eigene Gefahr. Bei der Bügelpresse nehme ich wieder 195 Grad und 40 Sekunden. Ich habe mal geguckt, das wird hier bei dem Babybody und bei dem T-Shirt empfohlen. Deswegen denke ich mir, das wird bei den Textilien schon passen. Bei allen Stoffen gleiche Behandlung. Erst entfusseln, vorpressen und dann das Motiv drauf. Ich habe versucht, bei allen wirklich es exakt genauso zu machen. Und ja, hier kommen mal so die ersten Ergebnisse. Man muss ganz klar sagen, bei den Stoffen aus 100% Polyester kommt das Motiv am besten raus, am brillantesten und die Farben sind wirklich am krassesten zu sehen. Ich verlinke euch übrigens alle Stoffe mal unten in der Infobox, dann könnt ihr die gegebenenfalls genauso nachshoppen, wenn ihr da Bock drauf habt. Am meisten überrascht hat mich hier der Georgette-Stoff, der ja wirklich sehr, sehr dünn und fließend ist und fast durchsichtig. Aber wie gut man da das Motiv drauf erkennen kann, gut, der ist auch sehr fein gewebt, ne? Ist ja fast wie Papier. Und da kennt man wirklich die Struktur auch von der Folie, da ist ja so ein Muster drin, das ist wirklich mega schön geworden. Also für so eine Polyesterbluse ganz nett eigentlich. Auf dem beigefarbenen Classic-Poly-Stoff, der auch 100% Polyester ist, ist das Ganze auch ziemlich gut geworden. Kann ich mir ganz gut für eine Tasche vorstellen. Und funktioniert also hier auch mit einem leicht eingefärbten Stoff. Auch der 100% Polyester-Polsterstoff ist ziemlich gut geworden. Obwohl er so eine starke Struktur hat, ist das Motiv wirklich sehr klar und die Kanten auch sehr stark definiert geworden. Also das hat mich überrascht, das ist echt cool geworden. Und der Stoff ist halt auch mittelgrau. Also relativ dunkel und auch dafür sehr, sehr gut zu sehen. Die beiden Popeline-Stoffe hier in hellgrau und weiß mit der Materialmischung 65% Polyester, 35% Baumwolle sind minimal blasser, aber auch das funktioniert wunderbar. Der Jersey ist aus 80% Polyester und 16% Viskose und 4% Elastan und da hat es auch super funktioniert. Also es ist schon so ein bisschen so, je höher der Polyesteranteil, desto stärker die Leuchtkraft einfach. Auf dem Baumwollstoff seht ihr jetzt schon, dass der Druck wesentlich blasser ist. Er ist immer noch okay zu sehen, aber er ist schon blasser als auf den Polyesterstoffen. Und auf dem Vergleichstäschchen, auf dem Rohling von Cricut, sieht man natürlich, das Ganze strahlt, das sieht natürlich perfekt aus. So, dann machen wir jetzt mal den Wäschetest. Ich habe mir alle Stoffe geschnappt und in die Waschmaschine geschmissen. Okay, nicht ganz so wie hier, ich habe das nochmal in den Wäschesack gepackt, aber ganz normal gewaschen. Den Polsterstoff habe ich mit der Hand durchgewaschen, weil der darf nicht in die Wäsche. Und danach schaue ich mir das jetzt nochmal an, wie das aussieht. Alle Stoffe aus 100% Polyester sind auch nach dem Waschen weiterhin mega brillant, die Farbkraft ist super. Bei dem Mischgewebe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle ist es gefühlt so eine Nuance blasser geworden. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein, aber es ist immer noch richtig gut zu sehen. Also das ist auf jeden Fall eine super Alternative. Der Jersey überzeugt hier weiterhin, strahlt. Ich glaube, hier hat sich nichts verändert. Die Tasche von Cricut sieht auch
1A aus, genauso wie vorher. Und der Baumwollstoff, nun ja, sieht ein bisschen aus, als wenn ich euch hier die linke Stoffseite zeige. Es ist tatsächlich die rechte, es verblasst halt total. Ne? Also die Farbe hält halt leider wirklich nicht in Naturmaterialien. Ich habe das damals auch bei dem Babybody gemerkt, den ich das erste Mal gemacht hatte mit Infusible Ink, dass man das leider nach dem Waschen total verblasst ist. Super schade. Also wenn ihr Sachen waschen wollt aus Naturfasern, eher nicht so. Wenn ihr das auf Baumwolle druckt und euch die Druckkraft ausreicht und ihr es nicht waschen wollt, vielleicht. Aber eigentlich ist es wirklich eher für Polyesterstoffe. So, kommen wir mal zum Fazit. Also Infusible Ink ist ziemlich cool und macht echt richtig Bock. Man muss auf jeden Fall schauen, dass das Projekt zur Technik passt. Ne? Klar ist, die ganzen Rohlinge von Cricut, die passen perfekt zusammen. Man muss sich keine Gedanken machen, das funktioniert wunderbar. Wenn man das Ganze aber für Nähprojekte nutzen möchte, sollte man einiges beachten. Am besten Stoffe nutzen, die mindestens 65% Polyesteranteil haben und auch bei mindestens mittleren Temperaturen bügelbar sind. Macht sich natürlich richtig gut bei Taschen und Accessoires, Polstermöbeln und so weiter. Ich habe ja hier den Jersey mit 80% Polyester und 16% Viskose, der fühlt sich sehr angenehm an. Das ist ein Romanit-Jersey, also relativ dick. Den kann ich mir auch vorstellen als Klamotte. So, muss man aber abkönnen, ist halt Polyester. Der große Vorteil an Infusible Ink ist wirklich, dass das Motiv in den Stoff einzieht. Es ist also wirklich dauerhaft haltbar. Es kann nicht knittern, es kann nicht reißen, es kann sich nicht abpulen. Das Ganze funktioniert aber nur auf weißen oder hellen Stoffen. Das heißt, wenn ihr Projekte habt mit dunklen Stoffen oder mindestens 40% Naturfasern, dann vielleicht doch eher zu Iron-On greifen, Bügeltransferfolien oder Siebdruck. Zu Siebdruck habe ich auch mal ein ausführliches Video gemacht. Da könnt ihr nämlich auch die Motive mit dem Plotter vorbereiten. Also ihr kriegt dann die gleiche Präzision quasi hin. Besondere Effekte wie Glitzer, Vinyl und Holo bekommt ihr mit Infusible Ink Folie natürlich nicht hin. Aber ihr könnt das Ganze kombinieren, wie ich hier mit dem Löwen. Das heißt, ihr könnt eine Grundfarbe nehmen oder Grundflächenmotive mit Infusible Ink und obendrauf dann eure Holo-Folien, Glitzerfolien, Metallic-Folien. Egal, ob das nun Iron-On ist für Stoffe oder eben auch Vinyl, zum Beispiel bei Untersetzern. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Das Ganze macht total Spaß. Eröffnet nochmal einen riesen neuen Horizont an Möglichkeiten. Meine Lieblingsprojekte von heute sind auf jeden Fall die beiden T-Shirts und die Tote Bag. Das ist schon mega cool. Freundin von mir meinte auch mega, dass man sowas selber machen kann. Und ich denke, ja, da. Und ihr könnt ja wirklich auch alle Motive raufbringen. Das ist halt das Coole. Ihr habt halt die komplette Freiheit bei den Motiven. Beim Kissenbezug habe ich noch überlegt, was hier noch richtig cool wäre, wäre wahrscheinlich, wenn ich das Ganze noch zusätzlich besticke. Das heißt, ich liebe ja auch sowieso Materialkombis oder auch Technikkombis. Das heißt hier Infusible Ink plus Sticken, dass man auch nochmal was Haptisches mit reinkriegt, also nochmal Blumen reinsticken oder einen Spruch reinsticken, stelle ich mir an der Stelle auch richtig cool vor. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr jetzt für Ideen habt, was ihr unbedingt mal mit Infusible Ink ausprobieren möchtet. Und schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, was ihr schon mit Infusible Ink gemacht habt. Das interessiert mich sehr und wir treffen uns dann unten in den Kommentaren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr heute was gelernt habt, ne, dann abonniert doch mal den Kanal. Hier gibt es nämlich regelmäßig Plotter-Input für euch. Ich versuche es immer so zu erklären, dass ihr ganz, ganz viel lernt und ganz, ganz viel davon habt von meinen Videos. Und bin ganz gespannt darauf, eure Ergebnisse zu sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier nächsten Dienstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ganz, ganz viel Spaß beim Plotten. Und ein großes Dankeschön nochmal an Cricut an dieser Stelle für das Sponsoring dieses Videos. Wir sehen uns, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss.